Einen schönen guten Morgen und damit hallo zu unserem Wetterupdate am Freitag. Eine Hitzewelle rollt auf uns zu. Es war jetzt schon lange sommerlich. Wir bleiben aber jetzt am heutigen Freitag noch unter der 30-Grad-Marke. Aber einige Schauer und Gewitter sind besonders in der Osthälfte unterwegs und die können auch mal kräftiger ausfallen. Der Start ins Wochenende ist besonders im äußersten Norden eher herbstlich. Da haben wir es mit viel Seenebel zu tun und der dauert auch ein bisschen, bis er sich auflöst. Dann wird es aber verbreitet sommerlich. Schauer und Gewitter sind noch rund um die Elbe und nordöstlich unterwegs. Ansonsten ist es meist trocken und besonders im Südwesten schon heiß mit 30 oder 31 Grad. Sonntag wohl der heißeste Tag erst einmal mit Spitzenwerten von bis zu 33 Grad. Die warme Luft macht sich auch im Nordosten breit. Schauer oder Gewitter sind nur noch ganz selten unterwegs. Häufig ist es freundlich. Ja, und dann in der neuen Woche wird es zunehmend schwüler, gewittriger. Ja, und dann sind auch Unwetter unterwegs. Die Temperaturen, die bleiben in der Spitze heiß mit 31 Grad.